Könnte jetzt auch nicht ändern, dass ich bei ISA nicht angezeigt werde. Eigentlich bin ich eingetragen, oder habe ich mich eingetragen? Naja, gut. Also, Pistol. Dreimann lang. Mit Support kriegt den Headshot. Felix auch schon Headshot gefangen. Boah! Schön rumgezogen. Sole kriegt in die Fresse. Oh, Sachkistel. Nur 1 AP. Rack stimmt. Alter, was eine deutliche Runde hier für Baiki. Lol. Netter Aimbot-Shot von Crystal. Holt sich da die Duels, aber mit 1 AP gegen 4. Der macht da auf jeden Fall nichts mehr. Na, Ermin gibt dann auch Frauen nochmal den Headshot. Aber 1-0 für die Franzosen. Weil ich persönlich hätte schon richtig Bock da zu gewinnen, wenn man im Hinterkopf behält, dass da eine Frau bei den anderen mitspielt. Das wäre schon ziemlich peinlich. Würde ich fast sagen, wenn man gegen die verliert. Wobei Baiki natürlich ein starkes Team ist. Ah, sie sind nicht. Sind ja keine NNs oder so. Ich meine, es sind eins der besten französischen Teams. Neben Jazz und Varigames natürlich. Also Top 3 kann man die vielleicht schon in die Top 3 einordnen. Es geht auch Mitte raus. Allein am B. Kann leider keinen machen. Jetzt lang rausgepusht. Hack wartet eigentlich auch ganz gut. Ja, wenn jetzt über kurz geht, kann er vielleicht noch Frag ziehen. Alex macht es eigentlich ganz gut. Wollen da noch ein paar Waffen haben. MNL lockt da auch schön. Boah. Kelly aber. Schönen Shots. Boah, schön gemacht von Felix. Boah, sauber. Den zweiten kriegt er auch noch. Schöne Posi. Schön lange gewartet auch. Schön sauber nochmal angeaimt. Hat er gut gemacht. Ach, wer war das eben? Was ist? Nico war das. So, Baiki einmal über Katas zur Mitte. Gehen jetzt kurz. KE verzögert über lang. Da fällt auch der erste. Schöner Shot von Shine. Sowieso, glaube ich, einer mit der besten im Team. Bei den Franzosen. Okay, muss man aufpassen. Schöner Headshot von Solek. Also aim-technisch hat Etex hier auf jeden Fall ein Wörtchen mitzureden. Wenn man sich mal die Echos anschaut. So, das 13-0 steht. Soweit ich mich erinnere, spielt Etex, glaube ich, auch nicht mit AWP. Aber ich kann mich auch täuschen. Hat doch MNL belegt, aber 4-7. Er hat ja auf jeden Fall keine Weste. Stellt sich ja doch für Aave. Quatsch. Für M4. Ich dachte schon, er wollte Forever Alone boosten. Schneller B-Go. Christian macht den ersten. Boah, schön Saving von mit dem zweiten. Boah, den dritten macht er auch noch durch die Kiste. Starke Runde von Christian bisher. Melzen auch schon am Schieben. Okay, und Schein nach Katas. Aber die
Bombe müsste eigentlich down sein auf dem Spot. Felix auch noch TB safe. Warum sie da reinpushen, verstehe ich nicht. Ah, da hast du die Bombe. Also es war ein bisschen unnötig. Jetzt geben sie sogar noch einen ab und noch einen. Wenigstens nach Rack eine gute Posi da. Boah. Alter, eine 2 gegen 5 Situation in den 1 gegen 1 zu verwandeln. Boah, das spricht jetzt nicht unbedingt für Alternate. Ja, im Gegenteil. Grob fahrlässig, auf jeden Fall. Schleichen sie raus und Felix den Nachteil. Aber einer ist noch lang. Manuel mit. Ne, Solek ist das. Bleibt da im Auto. Bei Kia hat sich aber zurückgezogen. Scheiner hat die ganze Zeit mitgezielt. Und dürfte da keinen Schieber gesehen haben. Und wenn sie jetzt im B-Split spielen, ist das eigentlich gar nicht so verkehrt. Solek geht gerade kurz offensiv. Kriegt eine Seitenfläche ab. Kann einen sehen. Geht auf Frag. Sehr schöne Rolle von Sol. Boah, schade. Den dritten hätte ich ihm noch gegönnt. Mit einem Side-Strafe. 2 gegen 2. Crystal Cutters reingepusht. Sehr schön, hat er NPK gehört. Und da war es noch eine MKE. Sehr schön. Das war mal gut. Gehandelt von Attacks. Schönes Timing dann kurz bewiesen. Huch. Jo, die Map ende ich gleich. Hack hat da schon ganz gut aufgeräumt. Mitte auch oben die. Nee, Mitte unten am Tor die Bombe down. Und der letzte ist auf dem A-Spot, oder? Ja. Oh, da liegt sogar eine Waffe für ihn. Nicht schlecht. Schönes Geschenk. Macht auch gut, da zu warten. Ah, da war keine Geduld. Headshot. Boah. Hat sich auch ganz gut geaimt hat zu TBS, aber da hat er natürlich den enormen Nachteil. Schade. Aber noch das Beste rausgeholt. Ich verstehe nicht, warum da einfach meine Waffe am Spawn liegt. Aber egal. 7. Runde jetzt. Auch bei Baiki. Und auch bei Attack sehen wir was Neues. Manuel offensiv. Felix an lang. Solek hält da eine Flash für ihn. Manuel mit dem First Contact. Sitzt da eine nette Posi und trifft jetzt gleich auf 4. Aber sie brechen das anscheinend ab. Manuel mit der Gegenfläche, schöne Flash. Da hat man es gesehen, alle Ts mussten gerade umdrehen, waren alle blind. Und Zedex gut verschoben schon, CD Base. Rack mit dem ersten Bild, schön durchgeschwitzten Solek. Manuel auch zur Stelle. Boah, wie blind der da war anscheinend. Sauber. Und nur noch MKE. Müsste gleich auf Crystal treffen. Crystal macht es eigentlich ganz gut. Okay, braucht da lange, um ihn zu spotten. Oder macht's Crystal. Schön gespielt.
Schön den Baseball aufgehalten. Vor allem überhaupt mal Baseball aufgehalten. Bei Maus hat man sowas ja leider noch nicht gesehen. Aufbau-Attacks variiert, aber ganz gut, aber mit der jetzt so reinfährt, verstehe ich nicht. Mein Bike hat die ganze Zeit immer was mal über lang gemacht. Ist jetzt so, dass sie nie lang angespielt hätten. Deswegen verstehe ich da das Gas nicht. Wenn er macht er mal den ersten. Wenn er hilft ihm. Kurz wäre jetzt offen. Der Irak ist CD Base. So, Christ war schön Katas gepusht und macht 3. Schön durchgeputzt von. Durchgeputzt, ja. Ja klar, auch eigentlich. Schön durchgeputzt von Crystal. 5 Runden in Folge für Attacks. Und einen ähnlichen Spielverlauf hatten wir auch vorhin. Bei Maus Z Nation. Da haben die Russen auch die Pistol gewonnen. Danach Maus hat. Hat Maus echt gut vorgelegt. Und haben dann das Spiel am Ende doch noch zu einem Draw kommen lassen. So, wir haben eine gute Kontrolle. Er sieht ja extrem wenig. Boah, schön HE von Manel. Den auch durchspringen sehen. Oh, und da kriegt der Headshot durch die Wand. Und der zieht sich immer noch nicht weg und lang sterben beide. Boah, und MNL halt auch schon low, da kann er eigentlich nicht mehr viel machen. Ah, eigentlich schön die Smoke gedodged, aber Gegenfläche sitzt auch noch. Ah, verschießt dann, da hat er keine Chance gehabt. Schöne Runde von Bikey, war leider nicht drauf, hab somit nicht gesehen. Was da an lang passiert ist. Aber anscheinend nichts Gutes. Crystal auch noch seine Waffe abgeben. Geldmäßig. Ah, müsste es noch reichen. Der MNL dürfte legen können. Und der Rest kann kaufen. Somit sehen wir nochmal eine Equipped Round. MNL auch mit AWP. So, das erste Mal, dass man direkt anspielt. Aber Bombe down. Crystal macht echt einen guten Job. Hier am B-Spot. Hält da die Bombe. Mates schieben auch gerade. Solek. Ja, wird aber, glaube ich, Contact gehabt haben. Deswegen traut er sich da nicht raus zu pushen. MNL sollte vielleicht eher auf Spot, auf Plateau gehen. Und eine AK Mitte übernehmen. Fände ich eigentlich besser. Einfach weil die Bombe. Ja. Nein, sie ist schon gepickt. Oh, das war fahrlässig, finde ich. Hat man die Bombe schon am Schlauch da am Ausgang? Und überlässt sie dann nochmal den Tees. Aber die treffen jetzt eine super schlechte Entscheidung. Treffen gleich auf 3 B-Spieler. Boah, die Flash will ich sehen. Schöne Gegenfläche von Crystal. Hat sich da eingeschnappt. Aber irgendwie sind nicht mehr gefallen. Jetzt kann es sogar noch eng werden. 20 Sekunden haben sie noch. Bombe ist gerade am Neo down. Man hält halt auch nur mit der Arve. Smoke blockt jetzt Solek. Sehr plant. Schöne Entscheidung erst auf dem
Plateauspieler zu gehen. Sehr gut gemacht von MNL und Solek natürlich auch. Da retten sie nochmal die Runde, trotz dieser komischen Entscheidung. So, schauen wir mal einen kurzen Blick auf die Stats. Kelly da sogar noch besser als der Nico. So, das scheint ja auch Standardaufbau zu sein bei Baiki. Zwei voll lang, in der Mitte zwei Cutters. Solek leider gestorben. An kurz, möglicherweise. Ja, muss er ja. Nee, an lang. Da war's. So, hack auch gut die Mitte. Und Crystal spottet auch immer wieder. Aber der fuckt so ein CT, so ein T richtig ab. Oh, und setzt den Flag. Wir wäre jetzt frei. Aber sie sind ohnehin auf A drauf. So, der bückt sich im CT durch. Und jetzt sieht Rack die Bombe. Oh, kann den Headshot leider nicht setzen. Bombe noch nicht down gemacht. Könnten eigentlich nochmal auf B schieben, wenn sie, auf Nummer sicher gehen wollen. Boah, aber der Headshot. Boah, was ein riskanter Plant. Und Felix hat die Bombe da unten. Und das gibt ihm jetzt natürlich sogar die Chance, die Runde zu gewinnen. Boah, Nico macht's eigentlich genau. Ja, macht's genau richtig. Geht B mit der Bombe. Aber wenn Schein. Ach, Schein trifft einfach den Schuss. Knapp, knapp, knapp. Da hatten sie anscheinend keine Ahnung, dass da zwei CTs noch hinten lang sind. Wo man natürlich damit rechnen muss, wenn man kurz so durchkommt. Alternate auch das erste Mal mit einer Spar. Jetzt mal abgesehen von den ersten drei Runden. Oh, schönes Zusammenspiel mit Katas. Hat sogar eigentlich auch zwei Waffen. Aber diesmal sind sie lang durch. Sie wollen es tatsächlich probieren. Wie blind Drack ist. Alter. LOL! Dadurch, dass Drack so blind war, habe ich gar nicht die Frags mitbekommen bei Solek. Aber der T ist wohl ganz anders selber kurz gekommen und Crystal aufgepasst. Krass. Was hat Solek da bitte ausgeteilt? Da ist, glaube ich, ein Opfer. Und auf Spot wahrscheinlich der andere. Heftig. Da holen sie tatsächlich ihre Eco. Da brauchen sie nicht mal Waffen dazu. Manuel bekommt doch wieder die AWP. Und Baiki sind jetzt nun diejenigen, die eine Eco haben. Oh, nur Deagle, eine AK, ein paar Grants. Felix mit ersten, Felix mit zweiten. Den dritten Headshot auch. Ist ja alles Headshot von Felix, Rax auch. Ach, oh, schade, wäre fast eine Headshot-Runde geworden. Irgendwie, die hatten doch eigentlich gerade Equipment, warum kommt da keine Flash drüber? Naja, gut. 8 zu 5, dafür, dass Alternate die Pistole verloren hat, sieht das doch recht gut aus bisher. Stehen da solide, halten eigentlich jeglichen Go auf, haben bisher wenig Probleme hier mit irgendwas. Spielen auch gute Ekos. So, Felix jetzt mal allein an lang. Und da muss er jetzt bestraft werden für, ja. Stirbt. Lang wäre jetzt wieder komplett offen. Kommen da schon die Smokes? Nope. Boah, wie blind Drack einfach ist. Oh, war der auch schon da? Oh, da hat er das Köpfchen gesehen. Also wie so... Oh, wackte... wie ist das?
Wack der Hamster, oder wie das heißt. Wo immer so ein. dieser Kopf hochkommt, so ist das ungefähr. Oh, die HP-Zahlen. Boah, alle Anlagen. Die müssen sie teilweise nur anhusten. Boah, der Spieler mit 4 HP stirbt auch. Netter Bang von Rack. Wusste ich gar nicht, dass es so gut möglich ist. Und Chris hat sich doch nochmal entschieden, über lang zu kommen. Extrem gute Entscheidung, letzte im. Oh, schön. Und Eminel auch mit dem Kit. Krass. Attack spielt richtig gut auf die 2, finde ich. Richtig gute Retakes. Liegen auf jeden Fall gerade verdient vorne mit 9,5. Und man kann nicht mal sagen, bei Balki liegt sein Kelly. Denn scoremäßig ist sie ja eigentlich ganz gut dabei. Der fällt. Ach, okay, eigentlich sind sie alle recht. Ach, das ist gut dabei. Sie liegen halt alle nah beieinander. Es gibt einen Totalausfall. Spricht eher dafür, dass es eine geschlossene, schlechte Teamleistung ist. Felix räumt auch einfach einen langen 2 auf. Nell jetzt einen kurz, da kommt noch einer, den macht er auch. Mark macht die Bombe unten. 10 zu 5 die Halbzeit für Attex. Das lässt sich doch mal gut ansehen. Haben sich da anscheinend auch ein bisschen den Frust von der Seele geschossen eben. Den sie im Spiel gegen Freakshow aufgebaut haben. Na, wo ist der Name, Mann, ey? Wird lang brand. Boah! Für Kelly. Alex sieht wieder nicht gut aus in der Pistole. Ball! Ich bin ja mit dem Knife da in den CT. Und Eminem wird auch gut. Alter, also Pistol 10. Scheinbar nicht Attacks Stärke. Wie schnell die aber auch immer vorbei sind. Vorbei Key sind. Ja, mit der Pistole hätten wir uns auf jeden Fall eindeutig machen können. Uiuiuiui. Uiuiuiui. Das Bike hat mir das letzte Mal wesentlich besser gefallen. Als gegen ESC gespielt haben. Schöne Entscheidung, der Push. 1 gegen 1. Da kommt über Katas, das muss MNR wissen. Ist er eigentlich an die Waffe gekommen? Jo, er hat die Farmers. Und er kommt da recht gut durch. Und jetzt Kelly gegen MNL. MNL hat hier den nötigen Debuff quasi. Oh, nein! War an sich nicht schlecht gedacht, dafür lang zu legen. Das ist eigentlich die sicherste Variante, die man im 1-on-1 machen kann. Aber Kelly war halt schon CD-Base und dann geht er sowas natürlich dann nicht auf. Hat sie zum Glück auch noch den Shot gehittet. Aber dennoch war Attex gerade wieder davor, die Eco einfach mal zu gewinnen. Und das nur mit Glocks. Schneller Go über lang. Zu 40er. Crystal allein cut das. Oh, sehr schön. Aber da hinten im, an der Viererkiste müssen wir aufpassen. Und da zieht gerade absolut keiner hin. Da hat wirklich nur niemand Fokus drauf. Das verwundert mich gerade ein bisschen. Gerade bei den Source-Teams. Ach, extrem gutes Spiel von Nico bisher. So, macht den ersten. Ach, schade, kriegt keinen direkten zweiten. Ah, nette Flash, aber keine Chance. Schade, da hat aber auch irgendwie der Support gefehlt für Nico.
Trotzdem hat es mich ein bisschen gewundert von Attacks. Denn so gab es die Pose ja, glaube ich, auch. Und da würde ich erwarten, dass man die eher mal so checkt oder da hinaimt oder sowas. Aber gut. Alles nochmal gut gegangen. Bei Eki mit Eco. Pushen auch Katas. Scheinen wir da jetzt recht schnell von hinten. Kommt wieder ab Game. Und verlierst du gegen Rack. B auch alle beide gestorben. Das war die 12. Runde für Attacks. Sogar noch eine Eco bei Baiki. Diesmal geht's aber nicht schnell B raus, sondern über kurz. Nee, Mitte raus. Schöne Variante. MNL auch über, allein über B, über Katas. Der Rest über Loch. Felix hat ihn schon gesehen. Oh, sie wissen, dass er da steht. Und jetzt töten sie ihn erst. Das hat richtig lange gedauert. Rakko auch noch mit einer schönen Abfuck-Posi. Macht zwei. Schade, den hätte ich ihm fast noch gegönnt. Dass er da rumdreht. Ein Instant-Header. Schönheit E. 13-7. Aber Baiki brauchst du hier noch nicht abschreiben. So, scheinen wie üblich mit der AWP. Da läuft immer keiner drum rein. Das sieht man bei Attacks, glaube ich, ziemlich häufig, dass man einfach so sauschnell lang geht, durchgeht. Das haben sie ja letztes Mal, glaube ich, auch schon gespielt. Gegen so einen vermeintlich schwächeren Gegner. Und waren damit erfolgreich. Und die Smokes lagen jetzt vielleicht nicht perfekt, aber hat gereicht. So, sind A drauf. Mitte. Boah, das Duell gewinnt MPK, aber ziemlich knapp auch. So, jetzt schauen wir uns mal an, was die Kelly macht, kriegt erstmal eine E. Attacks zwar in der Unterzahl, stehen aber ganz gut. Die Bombe ist auch zu lang gelegt, falls es auf der Overview stimmen sollte. Boah, nette Gegenfläche aus dem Goose. Und da duckt sie sogar vor in ihren Tod. Nur noch Schein. Sollte vielleicht die Arbe safen. Ja, auch schnell geschalten. Und so liegt der Einzige, der noch nah rankommt. Ne, der wird ihn auch nicht mehr töten. Attacks kurz vorm Draw. Schein konnte aber die AWP behalten. Und seine Mates kaufen, was geht. Och, sehr gut, macht er eine First Strike. Allerdings auch ein bisschen fahrlässig von MNL. Ein bisschen unklug aber auch. Wir wissen genau, dass sie die AWP noch hat und dann sich so anzulegen und dann wäre es einfach zerschossen. Krass. Also das war gerade nicht gut überlegt. Feinde von MNL. Und auch in so einer Runde, wenn man nicht 100% sicher ist, ob der Gegner jetzt Eco hat, dann sollte man einfach kein Rush spielen. Zumindest kein B-Rush. Sich aber ganz vor allen Dingen nicht Mitte zeigen, wenn man weiß, dass der Gegner noch eine AWP hat. Doch, schön. Schein gewinnt wieder im Duell.
mal Eddie. Ach, Nico war blind. Kelly noch im Auto. So, und dann zielen sie hin. Sehr gut aufgepasst von Felix. Das liegt auch nach hinten. Und Schein ist noch auf Spot. Ne, dort hätte ich ja Trampel mit Rave. Boah, er wird einfach so abgeflasht von deinem Mate. Auch. So wenig HP. Ich kann da fast nichts mehr machen. Boah, schön über hinten, von hinten gekommen. Sehr schön gespielt von Crystal. Da hat NPK aber auch wirklich nichts mehr zu melden in der Runde. Und das ist das Draw. Die Runde war wieder gut. Die davor war komplett unnötig. Farmer sehe ich hier. Sonst keine wirklich gute Waffe. Okay, M4. Okay, Lee komplett lang weggeflecht worden, stirbt. Attex spielt da wieder einen schnellen Lango. Nico, zwar eine nette Idee, aber da macht er halt maximal auch nur einen. Selbst, also. Dagegen drei, vier Leute durchzufahren, erachte ich für ein bisschen schlecht, aber trotzdem holen sie jetzt die Attex weg. Ich gerade verplapper. Der Attex fehlt so in den entscheidenden Momenten die Ruhe. So der Schalter, wo sie nochmal komplett auf Ernst schalten und eine langsame Runde mal einlegen. Eine kontrollierte Runde. Sie wollen hier gerade wieder mit der Brechstange durch. So, müssen jetzt gerade mal sparen, dann steht es schon 10-15. Ne, haben doch gekauft. Ah, schon wieder, so liegt durch. Kriegt keinen, sollte jetzt weg. Lang müsste jetzt mal einen nehmen. Da machen sie auch nicht mehr, haben wir auch zu lange gebraucht. So, haben jetzt auch Kontrolle kurz. 4 gegen 4. Crystal macht da kurz was am B. Dann wahrscheinlich auch gespottet in der Mitte. Schein. Ah, da fehlt der Refrag. Da ist gerade Rack allein. Wieder keine gute Kommunikation bei Attacks. Einer fuckt jetzt noch kurz ab. Er kriegt vielleicht den Frag. Tut er auch. So, der kriegt auch den zweiten. Sehr schön gemacht. Aber wenn MNL jetzt stirbt, dann ist die Bombe down. Glücklich, Schein kann es trotzdem noch machen. Oh, die AI. Die AI. Oh, die tut nicht gut. Nämlich nicht weh genug. Oh, schade, da hat er nicht perfekt vorgeaimt und da ist es vorbei. 16-9 gewinnt hier Alternate. Also, wir sind hier doch nochmal mit einem Sieg aus dem heutigen Abend gegangen. Erst das bittere, bittere Draw von Maus gegen Z-Nation. Dann die Niederlage von Attex in der EMS gegen Freakshow und jetzt aber am Ende hier nochmal ein Sieg. 16-9. Alternate müsste sich somit